Heute wird geupcycelt. Und zwar werde ich Haargummis machen. Ich habe zuvor noch nie an einer Nähmaschine gearbeitet. Darum habe ich ein paar Tests durchgeführt an alten Schlafanzughosen. Die sind jetzt kaputt und die Haargummis sind nichts geworden. Das werden sehr schöne Haargummis. Ja, wie man sieht, kein Haargummi. Aber ich bin besser geworden. Und darum wollte ich euch jetzt einfach eine seriöse Anleitung geben, wie ihr diese Haargummis nachmachen könnt. Warum überhaupt? Ich bin der Meinung, wir haben alle irgendwelche Stoffreste oder irgendwelche Kleidung, die man nicht mehr weitergeben kann, weil sie an einigen Stellen vielleicht Löcher hat, die man nicht flicken kann, wie auch immer. Auf jeden Fall haben wir alle viele Sachen, aus denen man vielleicht nochmal was Neues machen kann, dem Stoff ein zweites Leben schenken. Und dann dachte ich, was kann man machen, was sinnvoll ist, zumindest für Leute mit langen Haaren. Und dann war es eigentlich recht simpel. Was braucht man dafür? Einmal Stoffreste, dann ein Gummiband. Das hier ist jetzt ein Stück Gummiband aus einer alten Schlafanzughose. Meine Maßeinheit ist ungefähr ein Handgelenk. Ich habe einfach gedacht, Haargummis passen bei mir auch genau ums Handgelenk, also ist das richtig. Ich habe den Gummi, dazu gibt es eine Sicherheitsnadel, ein Maßband, Nadeln und eine Nähmaschine. Los geht's! Also, ich habe mir hier schon ein Stück Stoff zurechtgeschnitten. Die Länge ist egal. Also ich meine, es muss natürlich mehr sein als einmal ums Handgelenk. Und wenn man es so geriffelt haben möchte, kann man sagen, je mehr Stoff, desto mehr Riffel. Je mehr, desto mehr Knautsch. Ja, also mehr Stoff. Aber ich kann euch auch einfach mal abmessen. Also ich habe hier knapp 11 cm für die kurze Seite. Das ist vielleicht eine Handylänge. Und die lange Seite hat solide 30. Jo, Schritt 1. Wir nehmen die die hässliche Seite, also die Seite, die am Schluss innen ist, kommt jetzt nach außen. Wir klappen es der Länge nach. Wie gesagt, das hässliche ist jetzt außen. Das klingt so blöd. Das schöne ist jetzt innen. Die schöne Stoffseite, die am Schluss draußen sein soll, ist jetzt innen. Jetzt nehme ich mir auf beiden Seiten 5 cm und stecke da eine Nadel rein, weil da darf nicht genäht werden. Jetzt habe ich das so. Und jetzt wird genäht. Und zwar nähe ich jetzt zwischen den zwei Nadeln zusammen. Und los. Bis zur Nadel. Die kann raus. Und jetzt einmal durch. Reverse. So. Ach so, eine Schere braucht man auch. Eh klar, hat aber auch jeder zu Hause. So, jetzt ist das vernäht hier. Von hier bis hier. Hier ist offen. Jetzt stülpe ich das um, damit die schöne Seite außen ist. So. Jetzt lege ich die Naht in die Mitte von meinem Schlauch oder so. Die schöne Seite des Stoffes ist jetzt also schon außen. Wir nehmen jetzt die Naht in die Mitte vom Stoff, drehen es um und klappen es so aufeinander, halbieren es quasi. Und jetzt kann man das hier schön öffnen. Und jetzt kann ich hier zusammennähen. Und am Schluss wird sich die Naht nämlich dadurch nach innen ziehen. Man kann sich das gerne mit Nadeln festmachen. Die Naht und hier wird zugenäht. So. So, jetzt passiert nämlich was Wunderschönes. Rip, es klappt sich nach innen. Bedeutet, wir haben jetzt noch hier ein Loch und da kommt jetzt der Gummi rein. Am einfachsten nehmen wir die Sicherheitsnadel und fädeln das mit diesem Stückchen hier durch. Um den Gummi zu befestigen, kann man ihn entweder zusammenknoten oder
so wie ich, die beiden Enden nehmen und einfach drüber nähen in beide Richtungen, um das auf jeden Fall festzumachen. So, jetzt ist der Gummi drin, reingezogen und jetzt muss im Endeffekt einfach nur noch das kleine Stück, das jetzt noch offen ist, vernäht werden. Und dafür lege ich einfach die Naht ein bisschen stülpig nach innen, lege sie aufeinander. Auch hier kann man es wieder mit Nadeln festmachen oder auch festbügeln oder auch per Hand zunähen. Also es gibt viele Möglichkeiten. Das ist mir aber alles zu kompliziert, also lege ich es einfach so übereinander. Das Ganze ist jetzt vernäht. Im Endeffekt ist mein Haargummi fertig. Oder was heißt im Endeffekt? Er ist fertig. Und jetzt zeige ich euch mal, wie schön das Ganze aussieht. Ich habe jetzt in kurzer Zeit und ohne große Vorkenntnisse, okay, mit ein bisschen ein paar Übungsanläufen, aber sonst ohne große Vorbereitung oder irgendwas, Haargummis gemacht aus Stoff, der sonst keine Verwendung mehr gefunden hätte. Wie cool und wie öko ist das denn? An meiner Frisur kann man vielleicht noch generell arbeiten, aber die Haargummis finde ich schon mal sehr cool. Habe ich noch was zu sagen? Ach so, und sonst freue ich mich über euer Abo, über eure Likes, bliblablub, über Kommentare. Ja, ich freue mich, wenn ich was von euch höre, quasi. Mein Fazit, ich finde es cool. Ich hoffe, ihr auch.